Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag im Leben von Patrick Paluten, einem Fußballspieler, einem jungen Talent, das bei den Bayern rausgeworfen wurde. Der Vertrag wurde nicht verlängert, also sind wir zu Kloppo gegangen, zu Liverpool. Und jetzt steht unser nächstes Spiel an, und zwar im Carabao Cup gegen Swansea. Das Ding ist, ein paar Leute von euch meinten, ich soll unbedingt mal den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also wir spielen jetzt auf Legende. Ich habe es einen hochgepackt. Ich schätze mal, dass wir komplett auseinandergenommen werden. Aber wir schauen. Unser Team ist gut besetzt. Ich hoffe, Kloppo findet die richtige Taktik für uns. Swansea gegen Liverpool. Oh, da sind wir. 2 Meter groß, 115 Kilo schwer. Mo Salah macht sich auch ein bisschen warm. Ist er jetzt eigentlich schon gewechselt? Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass er wechseln will. Okay, ich bin echt sehr, sehr gespannt, wie schwer das sein wird. Oh ja, ja, genau. Spiel auf Paletto. Auf die Außen. Salah passt direkt. Oh, Herr Schiedsrichter, genau. Salah, Spiel. Paletto. Ran da, Jungs, ran da. Druck machen, Druck. Konter wären gut. Da sind Lücken. Hey Leute, dieses Video entsteht mal wieder in Zusammenarbeit mit Gigabyte. An dieser Stelle vielen Dank. Gigabyte hat mir nämlich nicht nur den Gigabyte Aorus Model X Gaming PC zugeschickt, den ihr hier sehen könnt. Oh. Zack. Gebe mir das Licht. Oh, guck mal hier. Auch noch leckere Beleuchtung. Ach stimmt, Gigabyte hat mir auch ein neues Mainboard geschickt. Und zwar das allerneueste Mainboard der Z790X in der Refresh-Serie. Das ist nämlich das Gigabyte Z790 Aorus Master X Gaming Mainboard. Denn wie wir alle wissen, ohne Mainboard kein Zocken, Alter. Ja, Paletto, vorsichtig. Da ist das schöne Ding. Das sind die exklusiven Features der neuen Gigabyte Aorus Z790X Gaming Mainboard Serie. Supportet die brandneue Intel Raptor Lake Refresh, also Intel CPUs der 14. Generation. Wenn ihr euch über die neuen Gigabyte Aorus Z790X Gaming Mainboards informieren wollt, dann guckt jetzt in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt. Großes Dankeschön an Gigabyte für die erneute Zusammenarbeit. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also, ich weiß nicht mal, wie viel da spielt Swansea hier in der Premier League? Weil Carabao Cup ist, glaube ich, sowas wie DFB-Pokal bloß in England, oder? Oder verstehe ich das falsch? Ich muss sagen, Premier League bin ich nicht so fit. Beziehungsweise den... Oh, abseits. Den Ligasystem. Schön, schön, schön. Paletto, jetzt mal ein paar Meter machen. Auf außen. Spiel, Spiel. Lang. Perfekt. Perfekt, Paletto jetzt. Oh, hol ihn dir. Bleib dran, Paletto. Ah, schlecht, Alter. Ich wollte ihn dann schön reinspielen. Oh, ich muss weiter vorne bleiben. Wir sind bei einer 6,2. Am Ende des Tages, wir sind Stürmer. Ein Tor und alles ist gut. Oh, Paletto. Die Pace. Jetzt aufpassen und gucken. Schieß. Oh, jawohl. Weltklasse Vorlage. Das war richtig gut. Richtig und wichtig, Junge. Geiles Ding. Oh, das ist auch Kloppo. Wie gesagt, finde ich, ist ein sympathischer Typ. Klar, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er wirkt einfach korrekt. Zack, auch gut abgeschlossen, Alter. Stimmt. Gravenberch hat doch auch mal bei den Bayern gespielt. Haben sie den nicht für 40 Millionen dann verkauft? Irgendwie so. Es war an sich ein gutes Geschäft, aber gut, wenn der natürlich jetzt explodiert. So wie Bellingham in Madrid. Der geht ja mega ab. So, jetzt sind wir schon eine 7,9. Das ist gut. Hätte eigentlich gedacht, dass wir sogar mehr haben. Schön den Ball geholt. Wir müssen natürlich hier vorne bleiben. Versuchen hier aber auch natürlich... Ah, schlechter Fehlpass. Hier auch Ballver... Ach, Herr Schiedsrichter. Herr Schiedsrichter. Oh, Paletto jetzt in der Defensive. Hab ich. Oh, was für ein Schmetterkopfball. Und jetzt. Das Problem ist, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr reinskillen. Wir sind nicht sonderlich gut, was Pässe angeht. Das war jetzt nicht gut von, keine Ahnung, wer da, ich glaube, Diaz. Also eine Bude müssten wir eigentlich noch machen. Oh, Alter, ist der schnell. Aber Außenverteidiger Mendes... Pace-Vorteil. Ah. So, erste Halbzeit. Wunderbar. Wir haben zumindest eine Torvorlage rausgehauen. Obwohl wir wirklich auf Legende spielen. Also es gibt, glaube ich, nur noch ultimativ noch krasseren Spielmodus. So, vorne bleiben, auf den Konter lauern. Und dann mit Körper und Pace ab dafür. Oh ja. Jetzt auf Paletto. Oh, das wäre geil gewesen, wenn wir da einen Abschluss hätten. Weil ich glaube, im Volley sind wir ganz gut. Haben wir auch mittlerweile 5-Star Weak Foot. Oh, jetzt Druck. Ah.
Alter, der hat aber gerade auf ganz riskant gespielt. Oh, spielt wieder zurück. Wir pressen gut. Ein Fehler. Wenn wir einen Fehler provozieren können, dann wäre ich da in der Mitte so frei. Boah, 68. Minute schon. Ich hätte ja wirklich ganz gern schon ein Tor. Salah? Jetzt! Ja, der ist zu schnell. Da muss ich abbrechen. Oh, Herr Schiedsrichter! Schön. Oh ja. Auf Paletto hinten. Paletto sehen. Paletto! Nochmal. Schön. Oh, der war gar nicht so verkehrt. Da fehlte bloß ein bisschen der Schwung. Obwohl wir, glaube ich, eine gute Schusskraft haben. So, jetzt vielleicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Paletto! Oh, das gibt's nicht. Nochmal. Komm. Oh, ich werde abgeblockt. Nochmal, hier. Oh! Ja, aber wir spielen uns hoch auf eine 8,2. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber gemessen daran, dass wir natürlich schon ganz gerne noch ein Tor hätten. Ah, wieder schlechter Pass. Also vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen mehr da reinskillen. Obwohl natürlich Dribbling und so. Ich meine, wir sind Stürmer. Ich bin jetzt kein Mittelfeldspieler. Oh. Ey, Leute, es steht nur 1-0. Oh nein. Oh, Alisson Becker, Weltklasse. Jetzt nochmal rausverteidigen und dann ist Schluss. Dann ist Feierabend. Sehr nice. Ah, Herr Schiedsrichter, da muss man doch nicht abfallen. Vor allen Dingen, deren Torwart war noch draußen. Aber egal. Eine Runde weiter, das erste Mal auf Legende. Ging durch. Aber wenn man jetzt überlegt, wenn wir gegen Manchester City oder so gespielt hätten. Oh, Ziele minus 5. Wir haben noch 2 Ziele erreicht. So, aktuell sind wir auf Position 1. Spieltag zum Ergebnis. Ja, Liverpool. Hat Paletto getroffen? Nee. Was jetzt nicht so gut ist. Oh ja, Paletto. Der kann sich den Ballon d'Or scheinbar ab... Oh, wir haben einfach... Warte mal. Wir haben 6 Millionen, Junge. Stimmt, wir verdienen uns, glaube ich, auch in Liverpool. Dumm und dämlich. Oh, was können wir hier machen? Veröffentliche eine Autobiografie. Ja, das machen wir. Schreibe mit einem Zeichner ein Kinderbuch. Ja, machen wir. Du bist Spieler des Monats. Wunderbar. Ach so, danke an die Fans, Alter. Danke an die Fans. Ah, hier sind auch Shop und die ganzen Investitionen. Ja, guck mal, Alter. Wir können doch jetzt hier richtig reinhauen. Was ist das? 1 Million? 3 Millionen? 6? Alter, das können wir uns nicht mal leisten. Aber ich kaufe mir eine Villa. Astralien. Als ob man hier einfach eine Villa kaufen kann. Investition. Oh, wir kriegen hier nochmal Kohle zurück. Können wir auch nochmal Geld investieren? Ich investiere in eine Wohnimmobilie. Warum war denn da Risiko hoch? So, kommen wir wieder zum Fußball. Oh, Champions League. Warte mal, lass mal gucken, was der Kalender so sagt. Oh ja, lass uns zum Spiel gegen Arsenal springen. Auswärts bei Arsenal. Das könnte, glaube ich, ein geiles Spiel werden. Ah ja, genau. Ihr meintet auch, das Training sollte ich niemals simulieren. Also so skippen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon relativ wichtig. So, kommt. Oh, da sind die Arsenal-Fans, Alter. Die rasten aus. So, kommt. Let's go. Oh, in den Auswärtstrikots. Ach, Paluden. So, da bin ich gespannt, weil das Arsenal ist mittlerweile, glaube ich, schon wieder ein Top-Team geworden. Es ist Declan Rice. Oh, guck mal, Paletto. Ist hier einfach Verteidiger. Oh, Paletto. Und jetzt. Boom. Oh, den hat er noch gehalten, Alter. Auf Paletto. Ach, oh, den haben wir ein bisschen umgeholzt. Jawohl. Let's freaking... Oh. Einfach ausgerastet, der Junge. Aber das war jetzt auch mal wichtig, dass wir wieder ein Tor gemacht haben. Während wir hier über den halben Platz laufen. Aber, oh. Guck mal, das war die Abseitsfalle. Die hat aber nicht zugeschnappt, weil da hinten noch einer so dumm rumlag. Das war geil. Direkt 9,7. Wichtig, gegen Top-Team. Ist dieser Declan Rice, der war doch auch mega viel wert, oder nicht? Oh, Paletto nochmal. Herr Schiedsrichter, nix. Das pfeift er noch. Oh, was für eine Spielverlagerung. Oh, geiles Tackling. Alter. Ja gut, also ich bin Stürmer. Aber auch locker. Batz. Sich den Ball auf links gelegt. Alisson, keine Chance. Oh, nee, ey. Oh ja, schöner Ball.
Ah, Paledo. Konnte ich den Ball nicht so richtig unter Kontrolle halten. Sambi. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Macht nicht diesen, macht nicht diesen. Sehr gut. Oh, wieder. Das war nichts. Herr Schiedsrichter, gar nichts. Oh ja. Oh, Junge, da sind wir uns nicht einig, wer den Ball kriegt. Oh nein. Nein. Wir werden hier auseinandergenommen. Leute, was ist hier los? Wir. So ein guter Start. Und dann kassieren wir hier so ein Doppelpack. So, zweite Halbzeit. Aber jetzt muss Paletto hier auch mal ein bisschen helfen. Ja, ich gehe ja wieder nach vorne. Boah, Herr Schiedsrichter. So, ich schleiche mich lieber nach vorne. Sag mal, Jungs, bitte. Nein. Ey, wir werden abgeschossen. Unsere Abwehr ist ein Schweizer Käse. Da Paletto muss hier gleich mal ein bisschen mithelfen. Ja, aber hier ist auch. Hier stehen drei Verteidiger um mich rum. Ja, oh ja, jetzt. Puh, spiel doch. Ich glaube, meine Position wurde verschoben, oder? Kloppo, was machst du? Kloppo! Kloppo, du musst mich doch als Mittelstürmer drin lassen. Jetzt. Jetzt. Genau. So muss das sein. Oh, was für ein Powerschuss. Aber letztlich zu weit weg. Da schon wieder. Guck mal, ich soll nach da hinten. Hier hin. Krass. Ich bin ein bulliger Mittelspieler. Oh, was für ein Ball. Was für ein Ball. Das war schon Zucker. Es ist 90. Ah. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, die erste Niederlage der Saison, da sitzt der Frust tief. Genauso wie bei Serné letztens, wo er dann auch ein bisschen ausgerastet ist. Aber an sich, Ziele haben wir haben sogar plus 15 bekommen. Weil ich fand, wir haben unsere Bude gemacht, aber das Team. Oh, wir dürfen für Deutschland spielen. Ja, geil. Internationales Testspiel. Oh, gegen die Niederlande. Oh, das ist emotional. Das ist emotional. Gegen unsere Nachbarn. So, alles simulieren. Ich hoffe ja mal, dass wir in der Startaufstellung stehen, oder? Spieltag? Oh, als ob. Tatsächlich. Oh, wer spielt denn hier? Ter Stegen, Wagner, Klostermann, Schlotterbeck, Baku, Goretzka, Gündogan, Reece, Wirtz. Boah, Florian Wirtz mittlerweile eine 90. Oh, De Jong läuft ja für die deutsche Nationalmannschaft aktuell auch nicht so wirklich rund. Aber nun gut. Ein Freundschaftsspiel, aber Paletto wird trotzdem alles geben. Paletto ist wild. Versuche hier alles zu holen. Ach Leute, jetzt bitte nicht schon wieder. Ich helfe. Oh, gutes Tackling. Was? Herr Schiedsrichter, das war doch kein Foul. So, jetzt kommt. Das war aber nicht mein Gegenspieler. Da ist alles gut. Oh ja, Paletto. Schöner Kopfball. Jetzt spiel lang. Schön, schön aussteigen lassen. Jetzt auf Meier. Meier muss jetzt Paletto sehen. Oh, Meier braucht Jahre. Hier, spiel. Oh, Paletto. Junge, wo habe ich den denn hergeholt? Das war ja ganz locker aus dem Fußgelenk. Guck mal da. Zack, Alter. Schön mit ein bisschen Effet. Torwart, keine Chance. Sehr geil. Oh, Weltklasse. Jetzt starte. Nochmal, nochmal. Oh, schöner Kopfball nochmal von Wirtz. Oh, Konter. Unterbinden. Oh, Paletto ist da, Paletto ist da. Alles gut. Herr Schiedsrichter, das war nichts. Okay, okay. Können wir das bitte nochmal? Bitte zeigen Sie das nochmal. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da sieht. Also, wir sind wirklich nur auf Knochen gegangen. Oh, wieder guter Ball. Aber da steht dann wieder keiner. Doch, da. Jetzt. Oh, bis dato gutes Spiel. Jetzt auf Paletto. Hab ich. Oder ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Jetzt hier, Gündogan Spiel. Paletto mit dem Zuckerball. Oh, Alter, der war wirklich gut. Also der linke scheint echt mittlerweile so gut zu sein wie unser rechter. Oh, vorsichtig, Leute. Ran, ran, ran. Ter Stegen, der Fliegenfänger. Leute, versteht das bitte auch nicht krumm. Manchmal macht man bei FIFA ein bisschen Shit-Talk. Aber guck mal da, den muss er doch haben. Weil er mit so viel Kraft, immer Ter Stegen ist eine 89. Der muss doch da die Hand rausnehmen. Ey, nicht, dass das schon wieder so ein Arsenal-Spiel wird. So, komm. Jetzt direkt die Antwort finden.
Würz und Paletto. Das deutsche Dream Team. Och, Leute. Leute, macht jetzt nicht diesen. Ich komm mit. Nein! Ich hab ja schon gelb. Herr Schiedsrichter, bitte. Bitte. Oh. Gelb-rote Karte ist auch eine rote Karte. Scheiße. Oh. Junge, das war so unnötig. Das war unsere erste rote Karte, Mann. Und das ausgerechnet in der deutschen Ach, komm, Alter. Oh, wir haben noch Schlotterbeck hat noch getroffen, Alter. Oh, Gott. Havertz feiert, Alter, während ich schon... Obwohl, wir haben noch eine... Warum haben wir denn eine Plus 15 bekommen? Was ist denn da los? Ja, das Gute ist, wir sind dann zumindest nicht für die Premier League gesperrt. Gibt es denn hier noch einen? Ja, gut, da sind wir nicht dabei, oder? Gegen Island? Ah, warte, es ist nur ein Testspiel. Ah, okay, alles klar. Schnellsimulation. 1-3. Ja, Patrick Paluten, der verliert die Bodenhaftung, habe ich das Gefühl. So, warte mal. Spielerentwicklung. Warte, schießen. Oh, Schusskraft könnten wir nochmal. Wollen wir nicht wirklich mal ein bisschen mehr in Passen stecken? Flanken brauche ich gar nicht so sehr. Eher dieses, wo wir haben. Warte mal, kurzer Pass haben wir eine 81. Langer Pass. Mache ich nochmal hier. Und nochmal plus 3 kurzer Pass. Ja, krass, da haben wir schon total viel reingeballert. Ja, aber komm, eine 84. Das finde ich schon ganz gut. Einen haben wir noch. Können wir hier irgendwas in Dribbling packen? Ja, passt doch. Dann sind wir mittlerweile jetzt schon eine 84. Deine jüngsten Leistungen haben mich ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Moment wirklich in der ersten Mannschaft sehe. Klobbo. Ich will es kurz und direkt sagen. Sie müssen auf dem Spielfeld mehr Disziplin zeigen. Deine Sperre ist abgelaufen. Ja, ja, es tut mir leid. Auch ein großes Sorry an die Mannschaft. So, wie sieht es in der Tabelle aus? Wir sind aber noch immer Erster. So, komm, mit unseren neuen Skills. Mit der 84 müssen wir jetzt mal gegen Aston Villa was holen. Weil sonst verlieren wir Platz 1. So, diesmal kein Rumflaxen mit irgendwelchen Grätschen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die Offensive. Ich meine, wenn wir mehr Tore schießen, als wir einfangen, dann ist alles geritzt. Aber wenn die da schon wieder so hinten rumspielen, da wird man ja auch verrückt. Jetzt, komm, rauf. Der versucht mich zu verarschen. Nee, doch nicht. Oh! Herr Schiedsrichter, haben Sie gesehen? Der hat versucht, mich umzubringen. Vorsichtig. Jetzt! Jawohl! Zweite Torvorlage. Das war gut. Einfach ganz easy gespielt. Auch ganz clean. Zack. Direkter Abschluss. Öfters so, Jungs. Und Paletto, keine blöden Grätschen oder so ein Mist. Oh, jetzt. Spiel auf Paletto. Daneben. Das gibt's nicht. Junge, in 9 von 10 Fällen machen wir den. Das war echt nicht gut. Ja, Paletto steckt in einer Formkrise. Wir haben zwar nochmal eine Torvorlage, aber es fehlt einfach an den Toren. Und erste Halbzeit vorbei. Diaz mit dem 1-0 Torvorlage Paletto. Da unterhalten wir uns ein bisschen mit Mo Salah. Ei. Also, ich sehe hier schwarz. Ey, wir brauchen unbedingt ein Tor. Ich würde ja auch ganz gerne dann hier die Torjägerkanone absahen. Müssten gleich mal gucken, wie es da überhaupt aussieht. Sehr nice. Oh, guter Ball. Ja, unser Körper hilft uns. Jetzt! Nochmal. Ja! Wichtig! Geiles Ding, Junge. Uff, ja. Aber so oft kommen wir, solche Chancen sind rar gesehen, aber diesmal eiskalt. Salah wird ausgewechselt. Paletto darf drin bleiben, weil er die Bude macht. Ist ja auch wichtig. Jungs, jetzt aber hier, macht nicht diesen. Auch wenn wir 2-0 führen und wir haben direkt 2 Torbeteiligungen. Also, okay, wir haben auch eine 10,0. Ja. Da, bei dem Schwierigkeitsgrad kann es nicht einfach durchlaufen. Oh, jetzt sieht es hier aber ganz haarig. Oh, alle verladen. Eine Körperdrehung, es war gut. Oh nein. Junge, der hat die Pace. Gott sei Dank dribbelt er da so rum. Schön. Jetzt zu Paletto. Sehr nice. Ah, wir sind zu langsam, zu behäbig gegen Diego Carlos. Oh, was ist das denn? Jetzt wird hier aber gezaubert bei denen. Aber brotlose Kunst. Oh, Herr Schiedsrichter, jetzt.
Oh, Junge. Der hat mich doch da weggedrückt. Und nicht auf die charmante Art. Komm, Schiedsrichter pfeift ab. Das 2-0, das nehme ich. Das war eine coole, jawohl. Und auch eine 9,9er Wertung. Paledo und Diaz. Sehr, sehr nice. Plus 25. Oh yeah. So, wir skippen mal ein bisschen. Und zwar direkt zum Spiel. Oh, ich bin... Nein, ich bin so ein Trottel. Warum bin ich denn gesperrt, Alter? Ach komm. Wie gesperrt? Nee, warte. Nächste Partie bin ich... Ja, toll. Schnellsimulation. Wir haben immerhin... Oh, Bayern gegen AS Monaco haben die gespielt. Oh, das wäre natürlich geil, wenn wir gegen die Bayern spielen würden. Sperre ist abgelaufen. Tabelle sind wir immer noch souverän Erster. Ey, ich würde jetzt echt gerne gucken. Warte mal. Ich wüsste halt gerne, wann da Champions League ist. Da, das ist ja noch die Gruppenphase. Liga. Oh, Levelaufstieg. Chillig. Das Heimpokal. Wir sind doch... Ah, da. Oh, ja, geil. Gegen AC Milan. Da habe ich Bock drauf. Oh, nein, ich bin so ein Trottel. Och nein. Ich habe zu viel geskippt, Mann. Ich spiele nicht mal mit. Wie kann ich mich denn jetzt nochmal empfehlen? Haben wir denn gewonnen? Wir haben 0-0 gespielt. So, warte mal. Oh Gott, eigentlich... Oh Gott. Okay, warte mal. Ja, warte mal. Wie Training? Übers Training kann ich mich empfehlen, oder was? Das war ja super dumm. Ah, ja, ja, ja. Okay. Da geht das wieder hoch. Spieltag, aber ich werde halt nicht mal mitgenommen. Ich sitze einfach zu Hause dann, oder was? Ja, das war echt ein bisschen dumm. Oh, ich darf. Wir führen auch. Für Mo Salah komme ich rein. Klobo, ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, ist mal ein bisschen Dramatik drin. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Nee, das Ding war, ich wollte eigentlich ein bisschen weiterspringen, einfach nur. Es ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann leider, und ey, dieser Bug ist so nervig, dass ich dann leider vergessen habe, dass man dann ja gar nicht mehr eingesetzt wird. Und stimmt, schon wieder gegen Arsenal, Alter. Unser Angstgegner. Ich komme rein und wir liegen sogar 2-0. Ah, wir spielen im Emirates. Was ist denn der Emirates Cup? Es gibt Carabao und Emirates? Welches ist davon? Ich glaube, der Emirates Cup, ist das dann der DFB-Pokal? Junge, die Premier League ist so durchgesponsert. So, komm, ist noch nichts verloren. Spiel. Bam, Junge! Was los? So wird's gemacht, Mann. So wird's gemacht. Komm jetzt. Weiter. Weiter. Aber ey, das ist da unten. Setz sie unter Druck. Ich bin bei euch, Team. Paledo macht das. Aber Alter, wir haben so einen geilen Schuss, Mann. Boah, es könnte der, hätte der Ausgleich sein können, wenn wir jetzt... Spiel. Oh, schade. Aber leider scheinbar teilweise unsere Abwehr echt so eine... Oh, Weltklasse gehalten, Mann. Das wäre auch kein Abseits gewesen. Alisson Becker, Alter. Unsere Lebensversicherung. Und sogar noch Abstoß. Wir müssen uns irgendwie da hinten auch anbieten. Komm, Spiel. Sehr nice. Jetzt. Guter Pass. Genau. Ah, schade. Jetzt. Nein, das war unser Fehler. Da hätten wir mehr draus machen müssen. Den nehme ich auf jeden Fall auf meine Kappe. Es ist schon 87. Aber egal, immerhin haben wir ein Tor gemacht dazu. Da können wir uns schön für Klobo empfehlen. Ich muss jetzt mit nach hinten. Oh, Spiel. Endo. Sehr nice. Junge, ich sehe nichts. Oh, Paledo. Zieh durch, Junge. Nein. Nochmal. Nochmal. Grifo. Nein! Ey, das hätte es sein können. Das hätte es sein können. Herr Schiedsrichter, bitte lass... Oh, und dann da hinten nochmal ein Fehlpass, den man nicht so richtig gesehen hat. Nochmal, jetzt. Nicht abpfeifen. Lass mich nochmal mitlaufen. Oh, was machst du? Nein, es war abseits. Egal, wir haben gut gespielt. Also, wir haben unsere Bude gemacht. Au, ja, endlich sind wir wieder auf der Auswechselbank. Halleluja. Leute, ein Wechselbad der Gefühle in der heutigen Folge. Rote Karte, plötzlich nur noch Reserve. Aber wir sind wieder auf der Auswechselbank und wir kriegen das hin, Leute. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Da sehen wir nochmal Heung-min Son. Sympathischer Typ. Leute, danke fürs Zusehen. Schaut wie immer gerne auf Pogchat vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Und danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.